glaube, was wirklich wesentlich ist bei Rebecca, man kann Formen erkennen, aber es fließt. Die ganze Sache ist in einer Bewegung und es verändert es geht weiter in Wellen. Und sie redet ja auch nicht von, für sie, sie macht keine Melodien oder Teile, sondern sie hat Module, mit denen sie spielt und die, die angepasst und verschoben werden und in eine Richtung geraten oder geschoben werden oder die uns in eine Richtung mitnehmen. Es ist keine quadratische Musik, nee, ganz, ganz sicher nicht. Man weiß wo, immer, wenn man es hört, wo man ist. Man wird eingeführt in die Welt, es kommen ein paar Störungen und dann kommt eine ein bisschen spieluhrenhafte Melodie, die sich ein bisschen sich immer verändert, oben, ziemlich weit oben im Klavier. Die Geige kommt dazu, es verdichtet sich. Es verdichtet sich so sehr bis zum Klopfen, bis zum Puff, bis zur Explosion und der quasi rückbesinnende Teil am Schluss. Es gibt so viel für diese Königsdisziplin, Klavier und Geige, die ganze Musikgeschichte ist davon voll. Dieses Stück allerdings war eine wirkliche Herausforderung für sie, glaube ich. Weil wenn man heutzutage Komponisten fragt, schreib doch mal was für Geige und Klavier. Muss das sein? Weil es gibt einfach zu viele Vorbilder, angefangen bei Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, die drei Sonaten, meine Güte, und Schumann hat geschrieben, alle haben geschrieben, Ravel, Debussy, um Himmels Willen, es gibt so unfassbar viel gutes Zeug, mit dem man sich dann natürlich auch messen muss. Die hat sie als Herausforderung gefunden und wollte das unbedingt schaffen.